Valve. Powered by Source. Und damit seid ihr gegrüßt, meine zwei Gegner Marbles und Enkelung, zu einem neuen Let's Play. Zu Let's Play Portal. Ein legendäres Spiel. Das ist eine wahre Legende unter den Videospielen. Wer kennt's nicht? Ja. Ich hab's, muss man glaube ich nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Der erste Teil von zwei, es gibt auch noch Portal 2 dann dazu. Der erste Teil ist relativ kurz. Können wir fast in einem Stream durchspielen. Werden wir heute trotzdem nicht mehr durchspielen. Ich habe das schon mal vor, ich glaube 2019 war das. 2019 habe ich schon mal Let's Test dazu, eine Demo dazu gespielt und Let's Test aufgenommen. Heute spielen wir hier die Hauptversion, das richtige Spiel. Spielen wir Portal. Ja, ich würde mal sagen, legen wir los. Gibt nicht viel zu sagen. Legendäres Spiel. Wer es nicht kennt, wird es kennenlernen. Auf geht's. Wir beginnen in Kapitel 1. Ja, es startet ein neues Spiel. Oha. Ein Timer. Tod erzählt. Wir haben eine Klo-Kabine. Können wir erstmal auf Toilette gehen. Hallöchen. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihr Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, me fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1... Das Radio könnte man nicht ins Klo schmeißen. Das Sitzbrett passt doch nicht rein ins Klo. Dann nehmen wir dich mit. Oh, das sind wir, wie es ausschaut. Okay. Das ist die Box, in der wir drin waren. Okay. Ihr Objekt aufheben. Wir haben einen Kubus. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Okay. Oh nein, das Radio! Das arme Radio. Können wir den Kubus irgendwie mitnehmen? Schade. Tja, dann wohl ohne Radio weiter. Aperture. Laboratories. Oh,
hoffe, es ist alles im Stream, in Aufnahme später zur Zufriedenheit zu verstehen. Wir sind von Kammer 1. Okay, Würfel fällt runter. Würfel trifft jemand an den Kopf, Würfel trifft jemand an der Brust. Würfel fällt in Spitzen rein. Mensch ertrinkt. Mensch fällt durch Portal. Man wird dann rausgeschossen. Mensch wird von Drohne angegriffen. Mensch darf sich nicht waschen. Oder darf nicht trinken. Und es gibt Kuchen. Das hätte ich aber für eine Lüge. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Okay. Ich habe noch keine Portal Gun. Krieg ich da noch eine? Okay. Oh, okay. Sorry, ich bin noch neu hier. Bin noch kein. Das neue Testobjekt. Noch keine Erfahrung, das meinte ich. Weiß noch nicht wirklich, was ich machen soll. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Aha. Ich finde, wir sollten andauernd am Knopf. Gut, dann gehen wir mal weiter. Den Fahrstuhl am nächsten Raum. Stehen bleiben. Wahrscheinlich nicht sehr viel. Sie machen das sehr gut. Och, danke. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ah ja. Okay. Aha, hier haben wir ein Portal. Und da haben wir die Portal gehabt. Dürfen wir da durch die Tür oder? Oh, wir können hier durch. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Nehmen die Portal gerne. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus dem. Hui. Hui. Weiter. Die Portal-Gun löst sich nicht auf. Die können wir nicht schießen. Okay, Raum 3. In die Kammerschleuse. Da sind wir.
Okay. Ah, okay, verstehe. Bisschen Oranges noch, okay. Jetzt kommen wir hier durch. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ah, ja. Bisher läuft es doch ganz gut. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Das freut mich außerordentlich. Ich habe einen fallenden Würfel und Achtung Kopf. Das war ein Hinweis. Okay. Okay, ich denke, wir brauchen den Würfel. Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Oha. Ich glaube es zwar nicht, aber... Ich überwachte also. Ah, ja. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Ah, ja. Ich glaube, da müssten wir erstmal. So natürlich. So, da brauchen wir noch einen zweiten. Der landet hier. Übrigens, so viel zur Überwachung. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Das wird nicht, ich dachte, das wird nicht überwacht. Deswegen dürfte der Computer auch nicht sehen, dass ich da was zerstöre.
Wir könnten im Leben sein. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Das war ja klar. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 1.